Joho, Guild Wars 2 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2 Story. Da glitzert schon der Stern und wir sind wieder dran, durch den Spiegel zu gehen. Oh, ist das ein... Ist das schön? Ist das hübsch? Das ist ein schönes, schönes Bild. Muss ich mal... Ich habe so schnell nicht Druck drücken können. Verdammter Mist. Gut, es sind hier keine Untoten, muss man warum. Ich wollte gerade sagen, ist es so sinnvoll, hier zwischen den ganzen Untoten einfach da rumzustehen? Okay, also unser Team. Hallo, Trahan! Willkommen, Kommandeur. Ich möchte euch die Junker Tekwen und Karis vorstellen. Sie helfen uns bei unserer Mission. Sie haben uns mit dem Artefakt versorgt, um die Augen des Saitan anzulocken. Es ist ein verzauberter Spiegel, mit dem man Orr ausspionieren kann. Das ist ein guter Plan. Aber ist das der richtige Köder? Seine Magie muss stark genug sein, um die Aufmerksamkeit der Augen zu erregen. Sollte sie sein. Der Spiegel ist mehr als ein Schmuckstück. Er ist ein Portal von und nach Orr. Als ich ihn das letzte Mal benutzte, brachte er mich hierher. Wo ich sie gerettet habe. Naja, Traherne bei ihrer Rettung half. Jetzt sorge ich mich, dass die Augen mehr über den Spiegel wissen als ich. Er stammt schließlich aus Orr. Genau wie sie. Dieses Risiko müssen wir angehen. Seid alle bereit. Ich spüre, wie sich Saitans Einfluss nähert. Was auch kommt, es ist tödlich. Oh. Da kommt schon das Auge angewuselt. Ihr könnt euch nicht verstecken. Ich sehe alles. Saitans Blick weicht niemand aus. Euer Spiegel gehört dem Drachen. Bald wird alles dem Drachen gehören. Der Spiegel beugt sich seinem Befehl. Er aktiviert ein Portal. Angriff! Haltet ihn, sonst erhebt sich eine ganze Armee, Auferstandener. Ups, dann war das vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Die Stärke des Rudels. Können wir ihn angreifen? Wir können das Auge des Saitans angreifen, das ist gut. Das hält ja gar nichts aus. Okay. Dann machen wir das Auge des Saitans mal platt. Was? Wieso? Nee. Oh, oh. Ich bin etwas zu nah an den Spiegel gelaufen. Ich glaube, das war keine gute Idee. Und hier sind überall Untote. Karpis, bitte beschütze mich. Oh nein. Wir müssen da unten lang. So, machen wir zunächst den platt, dann machen wir den hier platt. Seinen Kollegen schubse ich gleich mit weg. Naja, versucht doch hier anzurumpeln. Nein, Karpis, mach ihn platt. Ih, der hat mit Molotow-Cocktail ans Gesicht geworfen. Leute? Dünne Silvari braucht Hilfe. Oh, Quaggans! Ja, lasst den dünnen Silvari in Ruhe. Der braucht was zu essen. Okay, da bin ich ja froh, dass ich meine Axt ausgeholt habe. Die kann ja mehreren Gegnern Schaden machen. Alter, als Vollberserker tut das ja echt weh hier. Karpis, hau drauf. Mach es platt. Jawoll! Puh! Ei, das geht ja richtig ab hier. Was soll das? Puh! Quaggan freut sich, euch zu sehen. Shashu! Quaggan sind noch nicht an Kämpfen gewöhnt, aber helfen trotzdem. Was bringt euch her? Kennt ihr diese Leute, Kommandeur? Ich wusste nicht, dass Quaggan kämpfen können oder im Pakt sind. Der Kommandeur hat Quaggans Volk gerettet und uns gezeigt, dass Quaggan gegen Drachen kämpfen müssen. Quaggan wollen kämpfen. Vielen Dank, Shashu. Wir freuen uns. Uns jagt ein Auge des Saitan und wir brauchen eure Unterstützung. Puh, auf Großauge. Buh, auf Großauge. Zeigt Quaggan, wohin Quaggan gehen und gegen wen Quaggan kämpfen sollen. Quaggan machen es. Quaggan sind tapfer. Oh, unsere Quaggan-Armee.
Quaggan to the rescue! Quaggan tötet Auferstandene erneut. Quaggan ist stark. Quaggan macht Piraten nieder. So, dann hier mal ein bisschen Stärke drauf. Auf geht's. Ihr könnt ruhig mithelfen. Ihr müsst jetzt nicht rumstehen oder so. Na gut, dann steht halt ein bisschen rum. War auch nicht das Problem. Müssen wir hier alle platt machen? Leute. Naja, ihr könnt euch um die Hufnäherin kümmern. Ich mache in der Zwischenzeit alle anderen platt. Nein, den da bitte. Muss jetzt nicht alles pullen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Okay, wir pullen alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Auf geht's. Oh, da hatte ich schon nichts mehr im Target. Doch, jetzt bin ich wieder froh, dass ich Vollberserker bin. Oh Gott. Au, ey. Schade, ich habe Schwäche. Dann mache ich nicht so viel Schaden. Streiftreffer sind doof. Nein. Mann, ey. Die widerlichen Kreaturen. Brennt denn der Pirat hin? Hey, lass den Quaggan in Ruhe. Nein. Nein, ich kann ihn nicht mal retten. Weil ich dann außerhalb des Gebiets bin. Au. Ihr widerlichen, ekelhaften, abartigen, grauenvollen, stinkenden Kreaturen. Kabus, komm her. Suchen und retten. Erfrischend. Hallo, suchen und retten. Den da. Den da. Kann ich den kurz anretzen? Boah, du bist so ein dummes Pet, ey. Du kannst gar nichts. Wie schnell wieder raus? Ich rausgeschmissen werde. Ich will jetzt den Quaggan retzen. Hopp, alles gut, nichts passiert. Oh, da hinten ist noch eine Wache. Alter! Ey, weh, du tust meiner Scharschu weh. Müssen die immer so am Rand sterben? Muss das sein? Könnt ihr ihn da drüben mal töten? Du könntest mal helfen, Tegwen. Tegwen? Hier bestimmt wieder, du verlässt die Instanz, Mimimi. Dafür, dass da immer noch Untote sind, finde ich das jetzt aber nicht so gut. Okay, jetzt kommt mit, Leute. Und jetzt stirbt keiner mehr, habt ihr verstanden? Alter, die respawnen, das ist nicht gut. Wir holen einfach immer ihre Bros. Leute, wir müssen uns da auch nicht durchkämpfen. Karis! Ich weiß nicht, wo Karis ist, aber wir müssen sie vor dem Auge finden. Alles klar. Hallo, Trahan. Die Stärke des Rudels. Alles klar. Das kriegen wir hin. Wir heilen wie alle. Hoffe ich. Alter, was hier abgeht. Und die NPCs sind jetzt wenig hilfreich. Dass ich durchschießen kann. Eieieiei. Ey. Dieser auferstandene Knappe ist jetzt nicht angenehm. Ey, ich war unsichtbar. Wie können die mich treffen? Okay, jetzt mal auf die da, Karpis. Schön anspringen. Jawoll. Aber das ist so ein blöder, auferstandener Arm. Wo haust du denn hin? Wieso treffe ich den denn nicht? Dann schießen wir halt den auferstandenen Arm nicht nieder. Kümmern wir uns lieber hier um die Auferstandenen. Geh mal zu deinem Kumpel darüber. Aha, da ist ja schon das Auge des Zeitan. Das chillt da schon wieder. Kaffee trinken oder was? Oh was. Zack und zack. Ey, das ist eine ekelhafte Instanz. Die habe ich auch noch nie gespielt, möchte ich mal sagen. Da ist die weg. Geht doch. Da ist das Auge des Zeitan. Machen wir ihn fertig. Am besten interrupten wir ihn. Leute. Ja, lauft auf der Stelle und ignoriert mich. Wer macht ihn auch alleine platt? Geht doch. Autsch. Sieht aus, als hättet ihr diesmal mich gerettet, Tegwin. Ich bin mit diesem Spiegel fertig. Für immer.
Dann sind wir schon zwei. Wenn wir den Freunden des Kommandeurs nicht begegnet wären, wäre es übel geworden. Diese Anstrengung war schwer, aber fruchtbar. Dank euch, meine Freunde, können wir nun ein Auge untersuchen. Ist das schlau? Das Auge könnte noch mit Zaitan verbunden sein. Selbst tot könnte es noch gefährlich sein. Diese Begegnung beweist, dass wir noch nicht genug über unsere Feinde wissen. Die Erforschung des Auges könnte das ändern. Mein Reden. Ich übergebe dieses Monster meinen besten Forschern. Trefft mich am Fort der Dreifaltigkeit und wir fangen an. Ja, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Wir sind übrigens noch Untote, wollte ich mal erwähnt haben. Ich nehme mal ein Großschwert und ich, Hey! Wir haben euren Oberboss kaputt gemotzt. Ja, ey, doch geht vor nicht. Sterbt mal alle. Fresst Axt. Axt, 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 Axt. So, jetzt. Raus hier, Leute. Flucht! Flucht in die Meerenge der Verwüstung. Da flüchte ich ja gerne hin. Wir sollen jetzt wieder zurück zum Vor der Dreifaltigkeit. Ist das klar? Ja? Schön, da ist noch eine Wegmarke. Die hole ich mir jetzt noch. Wenn ich schon hier bin. Diesen wunderschönen Landen. Kommen wir wieder Laufsiegel rein. Hier läuft man doch gerne. Ja, ja, tot gut. Wenn doch tot gut ist, dann bleib doch liegen, Junge. Schöner, schwarzer Tod, Junge. Da möchte ich, glaube ich, außen rum schwimmen, nicht durch. Wer weiß, was da auf mich wartet. So ein auferstandener Megalodon oder so. Kommst du spontan raus? Hallo, ich bin deine Mutter. Nein. Nee, es muss nicht sein. Mm-mm. Eine schöne untote Insel mitten hier im meerengen Meer. Ich möchte hier nicht wieder hin. Gott, sie ist umkämpft. Denn es ist hier menschenleer. Nein, das ist es ja wohl gar nicht. Überall Untote und so ein Zeug. Voll schön hier möchte ich bleiben. Da müssen wir hin. Okay, was passiert da, wenn ich da hingehe? Zither, hallo Zither. Ich habe momentan ständig Benjamin Blümchenohrwurm. Das macht mich fertig. Das ist grauenvoll. Das ist schrecklicher als zu hören. Reden zu hören. Ich soll an Bord des Luftschiffs gehen. Okay, cool. Hm, guck mal, da oben fliegen lauter Tickwartels herum. Wenn uns mehrere davon gleichzeitig angreifen würden, wären wir sowas von gedoomt. Aber Zaitan ist ja Gott sei Dank dumm. Wie Brot. Im Auge des Betrachters? Haha, witzig. Ich glaube, das möchte ich gerade gar nicht machen, weil das könnte etwas länger dauern, die Instanz. Das ist eine Taucherbrille. Da springe ich doch gerne ins Wasser. Guck mal, da liegt ein Untotenschiff vor Anker. Schön. Kann man das wegmachen? Muss das da sein? Schick. Ich wollte nur mal fragen, muss das da vor Anker liegen? Muss das sein? Oh, das ist cool. Die Szenerie hier ist cool. Ich mache nur gerade einen Screenshot, deswegen habe ich das kurz gelaggt. Das lag jetzt nochmal. Ach, geil. So, Taucherbrille. Und. Yay! Ich bin ins Untotenwasser geplatscht. Ist der Megalodon zufällig irgendwo hier? Das war meine erste Erfahrung mit dem Megalodon. Der war hier gerade das Event, das habe ich nicht gesehen. Bin mit der Taucherbrille runtergesprungen und er hat mich erwischt. Jetzt muss ich nur wieder raus. Oh, das sind Auferstandene. Die können wir noch klatschen. Weil dann würde ich nämlich erst gerne die nächste Story-Instanz in dem nächsten Video angehen. Ich weiß nicht, ich glaube, die ginge. Geht die etwas länger? Ich weiß es nicht. Ich meine, aber ich habe das noch nie gemacht mit dem Auge, die Variante. Deswegen bin ich mir gerade unschlüssig. Muss ich mit angreifen, Mädchen. So, dann können wir jetzt den Abtei-Arkanisten hier mal retten. Das Schiff da weg wäre gut. Also könntet ihr das wegmachen? Haben wir Kanonen, Laser oder sowas hier. Damit die Untoten nicht. Hier, wisst ihr, so. Hier so. Weniger davon, mehr davon. Ach, aufgestanden mit Kreid ausgerechnet. Hier, Nahkampf, Langbogen macht auch Damage. Ja, und? Stehst du einfach jetzt rum und chillst. Kannst du die... Ach, du baust den Pakt-Megalaser auf. Ah, ich sehe, wie schwer er arbeitet. Doch. Und dann schießt ihr mit beiden Megalasern auf das Ding da. Alles klar. Was braucht ihr nur immer so lange, um irgendwelche Megalaser aufzuladen?
Weil genauso wie bei Tequate. Ey. Wir haben es gleich. Drei! Gut, läuft. Baut halt drei auf. Schön, da sind schon wieder die nächsten auferstanden. Wo ist denn jetzt der... Wie lange brauchen der Dude? Alter, die halten ja auch nichts aus. Aha, jetzt hat er sich daneben gestellt und guckt den Laser an. Kennt er, ne? Aufbauen, kennt er. Dinge angucken, bauen die sich auf. Kennt er, so macht man das. Ich hab doch gesagt, kannst du mit Zither spielen? Ja, danke. Mache ich hier nämlich einen auf Fernkampf. Und Durchschuss. Ey! Das Geschubse hier geht ja mal ja nicht hier. Jungs und Mädels. Oh, ich habe Schwäche drauf, das ist nicht gut. Alles Streiftreffer. Welch Schande. Komm schon. Bau schneller auf. Mach hinne. Bindel. Bindel. Kann man die schon mal abfeuern? So mehrfach? So. Piu, piu, piu. Das sollte doch reichen. Komm. Und du jetzt noch einen vierten aufbaust, danach kotze ich aber, ne? Die Stärke des Rudels. Stärke des Pudels. Attacke, Fifi. Und das ist platt. Warum habe ich keine Musik? Das ist traurig. Ohne Musik ist das Spiel so ein bisschen... Ist der jetzt bald mal fertig? Ja, Gott sei Dank. Das waren alle. Jetzt haben wir einen Beweis für die Macht des Asura-Wissens. Die Megalaser müssen allerdings geschützt werden. Jemand muss die Auferstandenen fernhalten. Vor allem jetzt, wo ich keine Ersatzteile mehr habe. Dann schießt er aber ein bisschen schneller drauf, ja? Gott, was für lahme Megalaser. Ich weiß ja nicht, ob ich auf diese Technologie so stolz wäre. Ei, scheiß die Wand an. Was ist da gerade passiert? Heiligsblechle. Gut, dass Karpis gerade die Akku hält. Ich fühle mich nicht so wohl. Heilige Scheiße. Gut, die retzen sich da gegenseitig. Das ist in Ordnung. No. Wir heilen wie ein Besen. So. Puh. Heftig. Oh, crap. Die Stärke des Rudels. Los, Stärke des Pudels. Gib mir Kraft. Macht der Pudelnebel. Macht auf. Jetzt laufen die nicht mal an meinen Pfeilhagel. Doch, jetzt. Aua, ich war unsichtbar. Unverschämtheit. Was halten die NPCs hier eigentlich aus? Gar nichts. Komische Gerüchtehüter schon wieder für den Arsch. Schieß doch jetzt mal. Was ist das für ein Lama-Laser? Das ist kein Mega-Laser, das ist ein Lama-Laser. Okay, Leute, ich tue euch dieses Event nicht länger an. Macht das noch zu Ende. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Guild Wars 2. Danke fürs Zuschauen. Kommentieren, bewerten. Das ist ja hier nicht mehr schön jetzt. Nämlich, Alter, was geht da ab? Wie viele Veteranen ist das? Ja, mach's gut.